Willkommen zurück bei einem Flug mit GameTube am Steuer, Captain Vollidiot. Denn ich war leider so blöd und habe diese Folge, die wir eigentlich schon mal aufgenommen haben, leider in den Einstellungen für die Audioaufnahme so eingestellt, dass Martins Tonspur nicht zu hören war. Deshalb, manche waren, glaube ich, ganz glücklich. Ich vor allem. Ja, nee, das war ein bisschen, das hab ich ein bisschen blöd gemacht, habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir es gecheckt, jetzt ist Martin da. Hallo Martin, sag mal was. Ja, ich bin da. Ich sehe auch deine Tonspur in der, also das müsste jetzt alles funktionieren. Die Sache ist halt jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass wir das jetzt schon kennen. Wir gucken uns jetzt natürlich trotzdem nochmal an. Und wir können aber auch so viel verraten, diese ganze Episode ist eh nicht allzu lang, also ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und es ist trotzdem interessant und cool zu sehen, was da so passiert. Ich schaue das auch gern nochmal, es war echt cool. Und ja, und einfach um von unserer Dummheit abzulenken, schauen wir doch zum Beispiel lieber auf dieses Poster und lernen was. Maya is making an effort to learn some Belter words, and Arlen is trying to help. Also zum Beispiel können wir lernen, dass, was ich da angestellt habe, zum Beispiel Kaka war. Ja, Kaka. Aber ich das bin halt auch. Das ist witzig. Ich bin halt auch ein Inya Loda. Also ein Bewohner von den inneren Planeten. Das heißt, man sollte mich vielleicht zu einem Floater-Object machen. bei der nächsten Luftschleuse. Floater ist also, ich finde es ja ganz cool, dass man ein paar Wörter immer dann ganz gut erkennt. So Inya, so von innen, ja, inside und Floater und Bossmann. Und das finde ich ganz witzig. So manche erkennt man so gar nicht, das dauert dann so ein bisschen, aber manche kann man sich schon ganz gut herleiten. Auch so in der Serie, wo halt nicht so eine Übersicht gab. Ja. Ich habe ja immer gedacht, dass Bossmann, dass es ohne G ist. Also das habe ich immer nicht gehört, dass es ein G am Ende dran ist. Ich dachte immer, es ist, heißt tatsächlich Bossmann. Die Bedeutung ist Bossmann. Genau. Bossmann im Prinzip. Genau. Also hier könnt ihr so ein bisschen lernen, wie eigentlich hier Belter-Speak geht. So far, none of the biomass that's gone through this recycler has been a crew member. I consider that a win. Supplies are always tight on long jobs, but we're running low on even the basics now. Nothing like fresh herbs and spices to go with dried kibble. Das fand ich auch so schön in der Serie vom Design her, dass sie halt auch diese Hydrokultur-Schränke hatten, die sich dann auch so gedreht hatten. Das fand ich sah in der Rosinante auch voll cool aus. Genau. Ja, das hat mir voll gut gefallen. That Rayan can't keep his shit from breaking. It only makes my job harder. Food in the belt is never fancy. But my stomach still turns when I look at this mush. Das sieht aber echt übel aus, ey. Ja, kann ich gut nachvollziehen. ETA, 5 minutes, drummer. Will do, boss man. Headed back to my room to suit up now. Aber wenn man drauf achtet, eben boss man, dann hört das G nicht so stark, aber so ein bisschen hört man es halt doch raus. Ja. Ja, also es ist ein bisschen da und ja, deshalb hatte ich mich gewundert, dass ich es nicht gehört habe. So, jetzt ziehen wir uns erstmal um. Where are you going to go, Kamina? Huh? Anywhere but here. With anyone but you. Hate me all you want. You are many things, Belter Loda, but you are not a traitor. You love your belt. And right now, belt is me. Das ist auf jeden Fall nicht die Stimme von dem Originalschauspieler aus der Serie von Anderson Dawes. Also glaube ich zumindest nicht, weil der klingt eigentlich viel älter. Der klingt anders, ja, das stimmt. Aber vielleicht zu teuer. Oder andere Gründe. Oder keine Zeit. You're late. Ja. Quit tinkering and get your helmet. We're about to push off. Fucking make me. Die ist jetzt auch wieder so ein bisschen schlanker gezeichnet, also ein bisschen in die Länge gezogen, während ja die beiden Menschen eher so ein bisschen gedrungener waren. Also vielleicht machen sie es doch so ein bisschen zumindest andeuten. Wobei sie ja vom Mars kommt, aber immerhin Mars ist ja auch schwerkraftmäßig halt doch ein ganzes Eckchen weniger als die Erde. Und wir haben ja bei Bobby gesehen, wie sie Probleme hatte auf der Erde in der Serie, dann
erstmal klarzukommen unter dem freien Himmel und mit der anderen Schwerkraft. Bobby war also auch so ein cooler Charakter in der Serie. Ja, total gut gefallen. Toll. Natürlich hast du in dem Spiel mehr Möglichkeiten, so das mal ein bisschen subtil die Figur ein bisschen schmaler zu machen oder die Arme etwas länger, was mit echten Schauspielern schwierig ist. Naja, jetzt wo sie alle von KIs bald ersetzt werden, so, schon, so wie wir auch, ne? da kann man das natürlich dann machen. Gut, ich sag mal groß. Ja, die KI macht aber keine Probleme mit dem Sound. Hoffentlich. Das stimmt, die macht das dann richtig. Boah, richtig. Wie geil die GameTube-Let's Plays werden, wenn die KI das alles übernimmt, während sie uns dann wahrscheinlich irgendwo unter der Brücke verscharrt hat und das alles hier. Wir kämpfen auf dem Mars gegen irgendwelche. Stimmt, Aliens. Ja. Hingeschickt. Als Kanonenfutter hingeschickt. Gut, dann sag ich mal Großmauer vom Mars. Typical Martian. With a mouth that only knows how to kiss ass and spew caca. I already beat Arlen's ass today. Guess Virgil can handle one more patient. Also, jetzt lernen wir hier die Quicktime-Events kennen. Ganz neue Erfindung. I should put you in the brig for this. You'd have to catch me first. Cutting thrust. Prepare to enter float in 3, 2. Ja, sie hat schneller geschaltet und ihre MacBoots aktiviert. Come on. Sehr gut. Let me hear it. You got me. Fuck yes. Finally. Endlich mal einen Punkt gemacht. You were kicking my ass for a minute. I thought you had me again. That was a good move. Da geht doch ein bisschen was, oder? Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl. Auf jeden Fall mögen die sich, das ist ja mal klar. Ja. Ach, total nett, finde ich. Die Maya hat nur komisch, irgendwie ist die Oberlippe von der Maya komisch animiert. Die zieht sich so ein bisschen zu weit hoch. Das sieht irgendwie manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Ein bisschen erinnert mich ein bisschen an die Until Dawn Münder. Allgemein sieht man halt schon, dass ein bisschen halt, ne, das ist nicht jetzt die beste keine Blockbuster-Produktion. Ja, aber. Aber das ist ja auch etwas hinterhältig von uns, so zu denken. Kind of a cheap shot, though. If it was a cheap shot, I would have smashed your brittle belter bones against the ceiling. Don't believe everything they taught you in the Martian Navy. My bones are just as strong as yours. I didn't believe a single thing they taught me at that fascist brainwash factory. Why I'm here with you, brittle bitches. Man da noch mehr erfährt, wissen, was da der Hintergrund ist mit ihr. Bestimmt. Arlen and Rayan have begun breaching the airlock off the bridge. Once we're in, we are going to... Holy shit, Io! Usually Io is covered up by these dust streams that fire off from its poles after volcanic activity. But it's clear as day. It's hard for me to look at these moons without thinking about the Earther research colonies exploiting all the resources on them and giving nothing to the belt. That's fucked up. I usually only look for what could kill me out here. But it's nice getting to see it through your eyes. Even if they're the eyes of an inner who doesn't know her ass from her oxygen valve. You mean an inner who pile-drived your ass into a ceiling, right? Let's head out. Just remember to... Woohoo! Ganz guter Gegenpol, die Maya zu ihr. Mhm. Und vielleicht brauchen wir auch gar nicht unbedingt so viel mehr Hintergrundinfos zu ihr. Weil eigentlich diese Info von wegen, ja, sie hatte halt keinen Bock auf die Mars Marines.
Eigentlich reicht das. As I was saying, remember to keep your weight back when you land. Still, not bad for an inner who's barely been in the belt for a month, eh? Reminds me when Rayana and I were learning to spacewalk. One time, he crashed right into the hull and shit his vac suit. Shut it, Koya! Whoa. Airlock is open, Exo. Good. Let's see what we have in here. Andererseits, wenn sie erst seit einem Monat im Gürtel ist, was natürlich sein könnte, ist, dass sie in Wirklichkeit irgendwie eine Spionin von der Mars-Regierung ist. Der Fritz gleich wieder hier, voll misstrauisch. Ja, vielleicht ist sie zu nett. Da passe ich halt immer auf, wenn jemand nett zu mir ist. Das da stimmt irgendwas nicht. Das tut was nicht. Ja, ich denke, da haben sie mich noch nicht kennengelernt. Ich gebe ihnen noch 20 Minuten, dann ist alles in Ordnung. Schnell geht das? Ja, ja. Ich hab keine Zeit. Ich mache mich schnell unbeliebt. Ah, sehr gut. Taschenlampenschatten, vorbildlich. Alles richtig gemacht. Müssen wir später auch nicht gehen. Oh, fucking table scraps. Ah! Fuck! Was ist los? Mensch, Maya, wer wird denn gleich den Kopf verlieren? She's crazy. She's crazy. Ist auch so geil, dass er erstmal anfasst. So. Naja. Das wäre auch mein erster Gedanke. Breathe. Keep your head down. It's okay. Now say puke in your suit, okay? That you won't choke to death on your own sick. Ist geil, dass jeder einen anderen Anzug hat. Hat nicht so durch ausgerüstetes Militär hier. Enough. Whoever put out this welcome gift for us is long gone. And they left behind a big ass ship that must have some valuables still on it. So get scavenging! You all have your orders. Hurry up and do your job so we can get back home. If I stare at these too long, I might be the one throwing up in my soup. Geil, dass man die tatsächlich durch die Gegend schubsen kann. Vorbildlich, Schatten überall. Sehr gut. Was haben wir hier? Laufwerk-Signaturanalyse. Die Ushanabi hat die Antriebssignatur des angreifenden Schiffs analysiert, bevor ihre Verteidigungssysteme getroffen wurden. Das Schiff, das sie besiegt hat, war eine UNN-Fregatte. Falls es durch die Köpfe nicht deutlich genug wird, Piraten sind für diesen Angriff verantwortlich. Sie haben bereits ein UNN-Schiff gestohlen und damit ein zweites zu Schrott verarbeitet. Was immer ihr Ziel ist, sie haben keine Angst, dafür die Erde zu verärgern. Ja, mutig, ne? Also. Ja, krass für Piraten, oder? Du kennst dich noch ein bisschen mehr aus im Universum, aber das ist schon ungewöhnlich. Also selbst, ja, selbst in dem Universum, also eine Navy-Schiff anzugreifen, ist für Piraten sehr ungewöhnlich. Das macht man. Ich meine, das wäre auch für unsere Welt ungewöhnlich, wenn Piraten direkt auf einen Navy-Schiff gehen. It's not like the pirates took down some creaky old ship. This thing was practically brand new. Genau, dann halt auch noch so ein, ja, eigentlich ein ziemlich moderner, neuer Kahn. Ja, also, das ist schon gut ausgerüstet gewesen sein. Ja. Wie sie das geschafft haben? Ja, wahrscheinlich irgendwie Überraschungsangriff hingekriegt. Vielleicht haben sie sich totgestellt und dann mit einer Railgun einen sehr gezielten Schuss abgegeben. Das ist auch ein bisschen so das Besondere bei dem Universum, dass du, so dick die Schiffe sein können,
es gibt so ein paar Waffen, wogegen sich zum Beispiel auch keine Rüstung schützt. Ein Railgun-Schuss geht halt einfach durch alles durch, weil da kannst du noch so viel Rüstung vorne rauf machen, wenn so ein... Das hat so viel kinetische Energie, genau, so aus. Das da geht nichts, ja. Also... I've got an intact QPU here. Nice find. So, und das hier ist voll geil. Dass man hier an den Wänden entlanglaufen kann. Das, ja, also da steckt schon noch ein bisschen mehr Gameplay drin, als man es eigentlich so von Telltale Games erwartet. Oder gewohnt ist oft. Ja. Und es passt halt auch voll zum Setting. Also wir hören ja auch, dass die... Wir hören bei jedem Schritt dieses Klack-Klack. Genau. Das ist gut, das stimmt. Ja, das, also wie gesagt, auch dass das hier vom Setting her mit dem mit den Lichtstimmungen, das ist schon sehr sehr schön gemacht. Auch wie das Kabel hier zum Beispiel leuchtet. Voll geil. Ja, super. Ich find's auch geil. Macht Spaß. Bisschen was der Descent Walking Simulator. Fuel, Oxygen, Scrap Metal, Wiring. If we can use it or sell it, it goes in here. Mit dem Anfang eben auf dem Schiff musste ich eher an Event Horizon denken. Das auch, ja. Zum Glück ist es nicht ganz so schlimm. Ja, wer weiß, was noch kommt. Hoffentlich. Looks like the crew didn't surrender their heads to the pirates without a fight. Jetzt. Keep an eye out for trouble while you're setting up the containment vaults. You ever cut anybody's head off, Ixo? Back when you ran with Dawes? One time, I cut a man's eyes out when he looked at me funny. For real? Sure did. Wore them as earrings the next night. Pusheng Fong! So, und jetzt kommt gleich noch das nächste Level, das wir halt auch schweben kann. Das ist doch so cool. There must have been one hell of a battle here. Hmm. Doesn't look like a typical pirate attack to me. I agree. Maybe they were looking for something big and couldn't find it. Left the heads to try and scare off anyone else. Makes sense. Especially if they thought other people might come looking. Could be. The scuttlebutt around the Urshanabi has been pretty loud. Hier, der schnellste Schneidbrenner der Welt. Der hat mal Power anscheinend. Ja. Da ist selbst ein Laserschwert langsamer. Stimmt. Material printing? Do we? Yes! Gimme, gimme! Maya freut sich über Druckmöglichkeiten. Sehr schön. Okay, time to scavenge. Drummer, looks like the officer's section is still intact. Go check it out. On it. Das ist so cool, aber den... The brass always hoards the best shit. Let's hope so. Achso, wie cool das mit dem farbigen Licht und so hier aussieht. Das ist echt stimmungsvoll. Okay. Und jetzt kann ich einfach losschweben. Geil. Hello. Time for a spacewalk. Cool. So, gehen wir mal da drüben rein. Ich kann sogar beschleunigen. Ist hier ein Wasserrecycler? Hm. Clean Palladium in this recycler. Ja, das Palladium, Drummer. Brauchen. UNN officers always keep a backup water recycler for themselves. You were a UNN officer. Do you have a backup recycler for yourself? Of course not. I drink the same cloudy sludge as the rest of you. Natürlich. Mm-hmm.
Er nicht. Er ist einer der Guten. This map would be helpful if all the pieces were still together. No such luck. I did run Eindruck. A phase array scan. Everything matched the LiDAR, except for one gap in the captain's quarters. I'll check it out when I get in there. Den Eindruck hat das hat er bisher lang auch wirklich gemacht. Man hat ja auch schon mal ein bisschen gespoilert direkt am Anfang. Ja. Dass da vielleicht was nicht ganz stimmt mit ihm. Ja. Arlen and Rayan's experience hauling minerals on Vesta has been a big help, even when they annoyed the hell out of me. So, wer sitzt hier zusammengekauert und ohne Kopf? Commanders, this is Private Takabe. The pirates have asked me to report the following. All crew members, except for those barricaded in the officers' quarters, have been killed or captured. The pirates do not wish to kill anyone else. If you open the gate now and allow them to complete their search, no more lives will be lost. And if you do not comply, oh God, please don't. Oh. Auch so ein Angebot, dem ich nicht so ganz trauen würde. Ja, natürlich. Wir haben hier draußen alle brutalst umgebracht, aber wenn ihr die Tür aufmacht, euch lasst mal in Ruhe. Versprochen, echt jetzt. Okay, kommt rein. Bigoted asshole. Ja, siehst du hier auch diese Anspielung mit den Skinnies. A bunch of fucking Skinnies. Und die Skinnies sind natürlich die Delta. Hey, komm. You've been flying a long time. Ever seen anything like this before? Nah. But when it comes to pirates, nothing surprises me. They're all monsters. Sounds personal. Put it this way. We ever capture one alive? All I need is 10 minutes and my torch blade. The ship would smell like barbecue for weeks. Pashang. Haben wir doch nicht zu sprechen? Nee. Nice find. Thanks. It appears I have one advantage over the pirates that were here. What's that? I know how to look up. Die, ist auch wieder das, was lernen wir daraus? Das wichtigste Werkzeug im Weltraum ist dein Lasercutter. Ist bei Dings schon unverzichtbar, bei Dead Space und hier natürlich auch wieder. Okay, bei Dead Space mal ein bisschen mehr. Microwave Energy Gun. Not a bad choice for persuading someone to open a door. Der, wie der hier so sitzt in diesem Stuhl, das erinnert mich auch an die, was ist das, die zweite Episode aus der ersten Staffel, wo man denkt so von wegen, ah ja, hier ist eine Hauptfigur aus unserer Truppe. Ja. Nein, der wird dann wohl doch keine Hauptfigur mehr aus unserer Truppe werden. Nee, vielleicht nicht. Das war so krass. Ja. Hat aber auch gut gezeigt, ne, was für ein gefährliches Setting die da unterwegs sind. So, was haben wir hier? Die Temperatur in diesem Bereich änderte sich schlagartig, als der Rumpf durchbrochen wurde. Neben den Torpedos und den PVV, also das auf Englisch, was war PDC? Point Defense Cannon, PDC. Und auf Deutsch PVV. Genau. Schüssen, um die Verteidigung der Ushanabi zu durchbrechen, nutzten die Angreifer auch eine gerichtete Energiepistole. Wenn sie ein Schiff dieser Größe überwältigt haben, müssen sie die Ushanabi entweder zahlenmäßig oder in Sachen Bewaffnung übertroffen haben. Ich schätze, die Gruppe war klein, gut koordiniert und bis an die Zähne bewaffnet. Last time Khan smoked a cigar on the ship, Maya had to spend half the day cleaning out the air filter. Not a lot of particulates in the air filter. Virgil, how long do you think the bodies have been like this? A couple of days? That's my assumption, after analyzing the footage of the heads and the remnants of the precipitating battle. What can you tell me about the heads, medically speaking? From the uniformity of the incisions, it seems clear they were done post-mortem. Very difficult to be precise if the victim is fighting back. Oh,
OPA graffiti on the outside of the containment vault? How dumb can you get? Hey, you want to tell me why there's OPA graffiti on our containment vault? Why not? You used to run things on Ceres. Don't you support the OPA? The OPA has a lot of enemies. And you just stuck their symbol where anyone can see it. You think that's smart? She's got you there, Bharatna. Yeah, fine. But I'd rather be brave than smart. We know. Just paint it over. So ein Idiot, ey. Brave and dead. Wait, did you just... That was a pressure-sensitive panel. It must be connected to... Quick, get away from there! Pasheng, what? Combustion in 5, 4, 3, 2... Really? Oh my god. I wish I could see your face right now. I hope you're very proud of yourself. I'm gonna be honest. I really am. Beim ersten Mal hat sie uns auch erwischt damit. Sie ist auf jeden Fall wirklich eine gute Ergänzung. Gut, wir machen hier eine kurze Pause, hängen so ein bisschen im Weltall ab und danach schauen wir uns hier mal die... Hängen ein bisschen im Weltall ab. Genau, die blinkenden Marker hier an, wo es dann noch wieder ins Schiff reingeht. Also bis denn, ciao. Bis dann, ciao.